An der Seite stehen noch ein paar Zentimeter Stahl über. Die müssen noch weg, bevor die Aeolus das Dock verlässt. Für den Transport ist der mächtige Kran flachgelegt. Der 100 Meter lange Ausleger ist für Projektleiter Oliver Arnold eines der Highlights. Der Kran ist aufgebaut wie ein Donut, wo in der Mitte das Bein steckt. Dadurch haben wir die Möglichkeit, auf dem Arbeitsdeck möglichst viel freie Fläche zu haben, um die Windkraftanlagen zu platzieren. Weit draußen auf dem Meer muss solch ein Schiff vor allem eins: stabil stehen. Fast wie eine Plattform. Dafür braucht es nicht nur leistungsstarke Technik, sondern eine ausgeklügelte Statik. Wir können in besonderen Umweltsituationen, wenn wir merken, das Wetter wird schlechter, müssen wir nicht abbrechen, die Installation, sondern das Schiff kann einfach noch ein Stückchen höher sich aufjacken, nennt man das, also höher fahren, und hat dann noch einen größeren Abstand zwischen dem Wasser und dem Schiffskörper. Ein echtes Vorzeigeschiff und trotzdem keine Folgeaufträge. Zu groß die Unsicherheiten in der Offshore-Branche. 2011 musste die Werft ihre Insolvenz erklären und entlassen. Sind da jeden Monat weniger geworden. Immer 20, 30 Mann jeden Monat weniger. Und das ist natürlich auch einigermaßen aufregend, weil jeder wusste ja nicht, ob er dabei ist. Und das war immer die Spannung, immer bis zum Monatsende. Und dann hat man wieder für 4 Wochen Arbeit gekriegt. Nur wenige Tage vor der Auslieferung bekamen Arnold und sein Team dann die Nachricht, ein russisches Unternehmen wird die Werft kaufen. Für den Investor sei das bestimmt ein gutes Geschäft. Als wir angefangen haben, das zu bauen, gab es noch nicht ein solches Schiff im Dienst. Das heißt, wir haben natürlich geguckt, was gab es auf dem Markt, was sind für Ansätze da, aber wir mussten auch viel hier selbst entwickeln und unser eigenes Know-how mit reinbringen. 120 Mitarbeiter wird der neue Besitzer übernehmen und in den nächsten 2 Jahren auf 400 aufstocken. Und erstmal viel kleinere Schiffe bauen, aber das stört hier keinen. Das war nie eine Offshore-Werft. Das war in den früheren Jahren eine Werft, die exzellente Containerschiffe gebaut hat, dann versucht hat, den Weg zu Spezialschiffen zu finden, dabei gescheitert ist, auch kostenmäßig gescheitert ist. Und jetzt, ich denke, eine Mitarbeiterschaft immer noch hat, die alle Schiffe bauen kann. Und jetzt wird erstmal gefeiert. Auch Oliver Arnold ist zufrieden. Mit der Aeolus ist die Werft an ihr Limit gegangen. In jeder Hinsicht. Jetzt können gerne etwas ruhigere Zeiten kommen.